Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Das sind die neuen Spiele, die vor kurzem von Game Freak veröffentlicht wurden in einer Nintendo Direct. Ich sag mal, alle sind mega gehypt und wir wollen uns heute mal mit den Startern auseinandersetzen. Was können die und was hat vor allen Dingen Game Freak aus meiner Sicht richtig verkackt bei den Startern? Dazu komme ich jetzt. Aus meiner Sicht wurde ganz einfach verkackt, und zwar in der Alola-Region hatten wir Starter-Pokémon. Diese wiederum wären natürlich super für die Region jetzt hier in England gewesen, weil nehmen wir jetzt einfach mal Bouts. Bouts letzte Entwicklung ist mehr oder weniger wie ein Robin Hood. So eine, ich sag mal, so ein Vogel, so eine Eule passt natürlich mega geil in so einen Wald rein, beispielsweise wenn man Nottingham Forest oder so macht. Ja, und dafür haben wir dann einen Schimpansen. Der hätte doch super irgendwo auf einer karibischen Insel, wo er sich die Kokosnüsse runterholt, gepasst. Klar, sie haben schon zwei Affen da eingebaut, mit Quartermark und Kamondutan. Aber trotz alledem, die hätte auf jeden Fall andersrum besser gewesen. Oder Robball und Memmion. Ein Chamäleon soll die Memmion ja darstellen. Und ja, also ganz ehrlich, ich hätte die auch getauscht. Hoplo wiederum, das passt. Ein Hase, okay. Den kann man im Prinzip fast überall hinsetzen. Von daher, das passt schon. So, jetzt wollen wir uns auch ganz schnell und ganz einfach mit allen Einzelnen auseinandersetzen. Und wir fangen an mit dem Pflanzenstarter, mit Chimpep. Chimpep ist erstmal vom Namen her. Chimpet, also Chimp, das kommt schon mal vom Schimpansen. Und Pep wahrscheinlich, weil der, ja, ich sag mal, er ist ja auch, wird ja auch sehr als neugierig beschrieben. Und ich denke einfach mal, dieses Neugierige und Pep ist ja so ein bisschen immer, ja, man ist so auf Zack, man ist auch in gewisser Weise clever und Schimpansen sind ja auch relativ clever. Von daher, das spiegelt auch so ein bisschen den Charakter von diesem Pokémon wieder. Ich meine, die Animation, wie er vorgestellt worden ist, war natürlich auch mega geil. Ja, dann Weiterentwicklung. Was könnte kommen? Welcher Typ könnte da folgen? Das ist ganz schwierig, wirklich ganz schwierig. Weil wenn man sich den genau anguckt, vielleicht bekommt ihr auch gar keinen Zweityp, aber es könnte natürlich sein, Schimpansen, vielleicht ein Bodentyp, also bei dem ist das noch wirklich sehr schwierig. Wobei Affen sind ja auch mal so ein bisschen kämpferisch veranlagt und von daher, es könnte sein, dass es auch einen Kampftypen kriegt, wobei Quartermark ja auch schon Kampf war. Naja, man muss abwarten. Wie gesagt, da bin ich noch ziemlich unschlüssig und wie gesagt, man kann ja sowieso nur spekulieren, aber das ist ja auch das Schöne daran. So, dann widmen wir uns Hoplo. Hoplo, da kann ich vom Namen her nicht so viel rausleiten. Hop, er ist halt schnell ein flitziger Hase, der mit Sicherheit auch gut springen kann. Durch sein Pflaster auf der Nase würde ich schon fast darauf schließen, dass er zum Kampftypen wird. Allerdings haben wir schon mehrere Kampftypen. Was es natürlich auch gibt, es gibt Schneehasen. Hier ist mal ein Bild, habe ich für euch rausgesucht. Ja, ich sag mal als Letzttyp, Feuer-Eis wäre doch mega nice. Also das wäre mal innovativ und Feuer-Eis, ich muss gerade überlegen, gab es überhaupt schon Feuer-Eis? Ich glaube nur Kyurem mit der Reshiram-Form wurde dann zum Feuer-Eis und ansonsten fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, dann Memmion. Ja, ich dachte erst, das ist schon Wassergeist, weil er mehr oder weniger unsichtbar war, aber das ist halt typisch Chamäleon. Ein Chamäleon passt sich der Umgebung an. Aber Chamäleon haben auch die Eigenschaften, ja, ich sag jetzt einfach mal, die können nicht wirklich kämpfen oder sich verteidigen, sondern die stellen sich eher tot oder versuchen halt Feindkontakt zu vermeiden, indem sie sich halt tarnen und der Umgebung anpassen. Deswegen würde ich eher Memmion sagen, es ist eher der defensive Typ. Und es könnte natürlich auch sein, dass der Zweityp Geist ist. Allerdings, ich sag mal, es gibt ja Chamäleons, verschiedene Arten von Chamäleons. Es gibt welche, die sich auf dem Boden, im Laub und so aufhalten, die dann eher so ein bisschen bräunlich sind. Das kann auf dem Typ Boden eventuell. Oder vielleicht ein Steintyp, dass es sich mit Stein tarnt. Ja, oder halt wirklich, dass noch ein Pflanzentyp dazu kriegt. Nur das ist sehr unwahrscheinlich, weil ein Pflanzen-Pokémon haben wir ja schon als Starter. Das glaube ich eher nicht, dass das kommt. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und was ich auch noch
vor kurzem oder jetzt die letzten Tage gesehen habe. Und zwar der liebe Sephiron, schöne Grüße an dich jetzt. Er hat ein Video veröffentlicht und hat einen Vergleich gestellt mit den Powerpuff Girls. Super cool, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung, da ist der Link. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ist irgendwo lustig und ich sag mal super begründet und ich weiß nicht, passt irgendwie. Ja, ansonsten empfehle ich euch, abonniert meinen Kanal, eventuell lasst die Glocke an. Bei mir kommen jetzt in kürzester Zeit mehrere Gewinnspiele, wo ihr auch unter anderem Pokémon Schwert und Pokémon Schild als Edition gewinnen könnt. Allerdings erst, wenn die Spiele released werden. Von daher, ihr könnt sie zwar schon gewinnen, aber man muss halt noch ein bisschen drauf warten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und verabschiede mich. Ciao.